Liebe Gemeinde, willkommen zurück zu Of Orcs and Men. Boah, jetzt durfte ich hier alles wieder neu, also kurz neu starten. Eigentlich wollte ich noch während des Ladescreen noch aufnehmen, aber nein. Ich muss erstmal ein Aufnahmeprogramm neu starten. So, damit auch gleich AK in Kampfgeschehen mit reingewickelt wird. Das letzte Mal bin ich hier stehen geblieben, also hängen geblieben, und ich habe verloren. Ich könnte versuchen, erstmal den da hinten zu meucheln. Denn wir sehen 5 und ja. Aber wird der dann entdeckt? Unser Sticks, wollte gerade Alkal sagen. Er wird entdeckt. Deswegen werde ich hier nochmal laden. Schade. Und ich bin todesmüde. Ich gucke, wer sinnvoll ist. Ich glaube, der hier. Ah, da hinten ist noch einer. Okay, wir kämpfen gegen 5. Sticks, das sieht aus mit Sticks. Sticks, abhauen. Boah. Wo konnte er sich nochmal heilen? Oder war es doch hier? Ich hab grad hören und zurück gelesen statt hin und zurück. Achso, er ist ja tot! Ausgerechnet jetzt muss er wieder sterben. Aber es könnte vielleicht diesmal was werden. Gut.
liegen hier auch wirklich 6 Leichen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sie ist der einzige, der nach vorne gekippt ist. Alle anderen sind nach hinten gekippt. Speichern! Ach ja, ich werde diesmal auch heute nicht so lange aufnehmen. Ich hoffe, dass ich mindestens 15 bis 20 Minuten Zeit habe, also jetzt, dass die Aufnahme so sein wird. Also ich möchte, also so lange werde ich circa aufnehmen. Ich meine jetzt damit, dass ich höchstens bis zum Ende dann die 15 bis 20 Minuten habe. Ich habe ja noch circa 15 Minuten Zeit. Und gleich kommt die Nebenaufgabe. Man weiß nie. Das könnte vielleicht schwierig werden, einen zu meucheln. Hallo? Mann! Sagt es doch, dass das für einen Nahkampf ist. Ja, genau, als ob Styx ihn einfach wegtreten kann. Weg mit dir! Nein, du sagst ihn wegtreten! Weg mit dir! Ach, schade! Geilo, beide sind neue Stufe! Ach so, das ist noch ein kleiner weiter. Das ist noch ein. Nee, doch nicht, das ist eine Abkürzung, sehe ich gerade. So, was mache ich bei ihnen besser? Ich mache bei ihnen die Stärke besser. Bei ihnen den Geist erstmal. Inventar. Handschuhe des Assassinen. Schadenreduktion plus 3, Stärke 2. Der hat da nichts Neues, ups. Fähigkeiten. Schade, gibt's hier unten nichts Neues. Kleine Stärkung. Styx wirft eine selbstgemachte Mixtur, welche die Lebensenergie regelt. Okay. Das habe ich noch nicht. Dann hole ich mir es jetzt.
So, ich hab da immer noch was Neues für ihn. Ah, Vampirfänge. Wandelt 5% des verursachten Schaden im... Das nehme ich. So. Was stand der gerade? Also ich denke mal nicht, dass ich jetzt innerhalb von 20 Minuten, also jetzt in 10 Minuten, bis zum Ende schaffe. Achso, nur was mit Fähigkeit. Nimm der wirklich noch viel zu weit. Solche Typen gibt es immer wieder, Ark. Sie sind überall, selbst unter den Orks. Gewöhn dich dran. Nicht so viele. Nicht möglich. Wie auch immer, es scheint, als steht ein Freund genau hinter ihnen. Ist doch jetzt ein Verräter dabei? 1, 2, 3, 4, 5. Dass er gleich mit dem Kampfgeschehen dabei ist. So, die Aufgabe wurde erfüllt. Danke, Bruder. Roga. Du bist der Blutkäfer, auf den wir gewartet haben, richtig? Scheint so. Wie bist du hergekommen? Zu viel geredet. Aber mehr nicht. Also beriet mich der Hauptmeister hier, um mich zu kochen. Er wird nicht mehr lange der Hauptmeister sein. Der Weg ist frei. Geht zu Alec. Er bringt euch in Sicherheit. Ich kenne den Ort, keine Sorge. Ich gehe dorthin, wenn sich alles etwas beruhigt hat. Gut, dass du hier bist, Blutkäfer. Du gibst uns Hoffnung. Waren es doch nur 4? Ach so, erst die erster 5. Wartet, speichern. Ah, ich mache jetzt schon hier Schluss. Das sind jetzt genau 15 Minuten. Dann bedanke ich mich, dass ihr bis hierhin zugesehen habt. Ja, dann
geht das nächste Mal weiter hier in auf Orcs and Men, und dann werde ich hoffentlich bis zum Ende spielen, also bis zum Ende der Karte. Im Jetzt bin ich gerade ein bisschen zu müde und ja, mir fehlt auch ein bisschen der Nerv dazu, aber egal. Tschüss!